Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr da am Start seid. In dem heutigen Video würde ich gerne mit euch über Shopping-Tipps reden. Los geht's. So Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Wie im Intro schon gesagt, in dem heutigen Video reden wir einfach mal über das Thema Shopping-Tipps. So ein paar Tipps, die man sowohl im Online als auch wenn man in die Stadt geht, einfach gut gebrauchen kann. Die man immer im Hinterkopf haben sollte und die euch das Shoppen auf jeden Fall nicht nur einfacher, sondern auch smarter macht. Dementsprechend fangen wir mal einfach an mit dem Video. So Leute, Punkt Nummer 1 ist auf jeden Fall die richtige Größe zu wissen. Es ist wichtig, welche Größe trägt ihr. Und ich kenne viele Kollegen, die nicht genau wissen, wie sie das Ganze einschätzen müssen. Orientiert euch natürlich immer daran und achtet darauf, was ihr in anderen Klamotten trägt. Aber natürlich eine Klamotte, die ihr ein bisschen öfters trägt, wie eine Hose, kann natürlich auch ein bisschen eingetragen sein. Deswegen wisst auf jeden Fall eure Größe. Und ich habe jetzt hier einfach mal ein Beispiel rausgesucht, denn es ist nicht in jedem Online-Shop so. Wir gehen hier einfach mal ganz kurz auf den Shop. So Leute, beim Online-Shoppen ist es teilweise so, es gibt Shops, die einen richtig geilen Größenleitfaden haben, wie jetzt zum Beispiel hier bei Zara. Finden Sie Ihre Größe, dann kann man dann die Größe eingeben, dann kann man das Gewicht eingeben. 180 Kilo wiege ich nicht. 80 Kilo, wie will ich sitzen haben, und dann finde meine Größe und dann zeigt ihr mir meine Größe an. Das ist sehr, sehr nice, aber wenn es nicht der Fall ist, würde es mir jetzt hier zum Beispiel sehr, sehr schmackhaft machen. So, wenn es aber nicht der Fall ist, dann habt ihr zum Beispiel hier so als beispielsweise einen Shop, der ja im Prinzip nur stehen hat Größe L. Das ist natürlich jetzt alles mit amerikanischen Größenverhältnissen. 6 Feet, das habe ich auch mal umgerechnet. Das ist 1,83 Meter. So, ich würde hier in dem Fall zum Beispiel für mich, und ich bin 1,80 Meter groß, auch die Größe L wählen. Warum? Erstes Mal, so Modeltypen sind immer relativ dünn. Dafür sind die aber größer als einer. Man sieht ja 1,83 Meter. Ich könnte mir sogar noch vorstellen, dass es ein Model einen Ticken größer ist. Denn nicht jeder Online-Shop, der quasi so Ausschreibungen macht, ist das wirklich hundertprozentig genau. Dementsprechend seid da sicher, dass ihr ja in dem Fall auch guckt, wie ist das Verhältnis, wie sieht das Model aus. Ist natürlich immer leichter zu sagen als getan, aber in dem Fall würde ich jetzt basierend auf meine, ich sag mal, Erfahrungen sagen, ich kaufe mir eine Größe L, weil ich das Ganze natürlich auch nicht knatscheng oder hauteng tragen möchte. So, es ist einfach wichtig, dass ihr auf solche Sachen achtet. Size Guide im Prinzip, das Ganze gibt es auch bei Zalando etc., bei verschiedensten Shops, dass ihr da guckt, dass ihr auf jeden Fall die Größe richtig findet, denn ja, eine gute Größe erspart euch viel Ärger, dann müsst ihr das Ganze nicht zurückschicken etc. Und ja, eine gute Größe macht das Shoppen auf jeden Fall viel, viel einfacher. So Leute, kommen wir zu Punkt Nummer 2, und Punkt Nummer 2 ist eine Shopping-List. Ja, hört sich jetzt im ersten Moment so ein bisschen wie so ein sogenannter Einkaufszettel an, aber so soll das Ganze gar nicht gemeint sein. Quasi geht ihr in einen normalen Supermarkt und kauft euch eure Lebensmittel, aber eine Shopping-List macht euch das Leben wirklich einfacher. Wenn ihr zum Beispiel Zeit habt, setzt euch einfach mal hin und ihr habt ja im Prinzip eure Grails und ihr habt Sachen, die ihr braucht. Zum Beispiel, es steht jetzt quasi es ist der Winter da, habt ihr vernünftige Boots, wenn ihr Boots haben möchtet, dann schreibt euch das Ganze auf die Seite auf, sodass ihr die Sachen auch braucht. Aber zum Beispiel so Pieces wie irgendwelche Designer-Sachen oder irgendwelche Special Releases etc., das kommt dann quasi auf die Wunschliste, auf die Grails-Liste. Und da solltet ihr schon schauen, dass ihr im Prinzip Dinge, die ihr braucht, über Dinge, die ihr haben möchtet, setzt. Denn Dinge, die ihr braucht und natürlich auch langhaltig sind und nicht nur saisonal bedingt wirklich gerade quasi im Trend sind einfach Sachen, die wirklich für euch wichtig sind und die euch natürlich nicht jedem Trend hinterherjagen lassen, aber man sieht immer solide, immer gut aus. Es geht nicht immer darum, wirklich jedem Trend aufzuspringen, und dementsprechend würde ich euch empfehlen, eine Shoppingliste zu machen. So Leute, bleiben wir bei der Thema Shoppingliste, und bei der Shoppingliste habt ihr ja im Prinzip eure Dinge, die ihr braucht, und eure Dinge, die ihr gerne hättet. Wenn es jetzt quasi um eure Grails geht, um die Dinge, die ihr gerne ja hättet, dann würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall eine Recherche dafür zu betreiben. Lohnt es sich da zu kaufen? Wie ist der Size-Fit bei den Dingern, bei dem Ding? Ist das Ganze nachhaltig? Geht es schnell kaputt? Etc. Es gibt wirklich viele Fashion-Pieces, die zeitlos sind, die ihr euch kaufen könnt und die auch nachhaltig noch lange halten. Da macht das Ganze Sinn. Aber wenn das zum Beispiel einfach ein sehr, sehr schlechtes Review hat und sehr, sehr schlechte Bewertungen, dann würde ich mir das Ganze nochmal zweimal überlegen, ob euch das wirklich kaufen sollt oder vielleicht einfach von der Liste streicht. Dementsprechend schaut nach Reviews, macht nicht zu viele Impulskäufe. Und ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt.
guckt, dass ihr Reviews zu den Artikeln, zu der Marke etc. findet. So Leute, kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist das Thema Impulskäufe. Ich erwische mich dabei immer wieder selber gerne, dass ich ja quasi einfach am Surfen bin und man sieht was Cooles und denkt sich, oh, Preis passt auch, komm, ich nehm's mit. Da müsst ihr einfach immer vorsichtig sein, weil ja, es gibt verschiedene Gründe, die euch das Leben auf jeden Fall leichter machen. Gibt es für den Shop einen Rabattcode? Und ich weiß, viele wollen das Ganze nicht machen, aber im Endeffekt gibt es so viele Shops, wo ihr euch für einen Newsletter anmelden könnt und jeder hat mehr als nur eine E-Mail-Adresse, wo ihr das Ganze dann einfach nochmal mit 10% sparen könnt. Also 10% haben sehr, sehr, sehr viele Shops nochmal als Rabatt. Dementsprechend guckt, dass ihr das auf jeden Fall mitnehmt. Dann würde ich euch empfehlen, gibt es irgendwelche, ich sag mal, Instagrammer, YouTuber etc., die nochmal einen Rabattcode haben. Das macht das Ganze auch mega interessant. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, Geld zu sparen. Ich würde jetzt nicht einfach nur Rabattcode auf Google eingeben. Da kommt ihr mal auf relativ komische Seiten, die zu, ich sag mal, 95% ins Nichts führen und vielleicht zieht ihr euch noch irgendwelche Scheiße auf den Rechner, aber ja, oder ihr meldet euch bei irgendeinem Newsletter an, der euch überhaupt nichts bringt, guckt, dass ihr wirklich die richtigen, ja, Rabattcodes raussucht und ich würde von diesen Rabattcode-Seiten eigentlich die Finger verlassen, weil ich habe persönlich damit immer schlechte Erfahrungen gemacht. Ihr könnt gerne auch in den Kommentaren sagen, wenn ihr vielleicht die ein oder andere Rabattcode Hacks, Tricks etc. findet, aber es ist schon wichtig, dass ihr da einfach nochmal nachschaut, denn ich sag mal, diese 10%, diese 10 Euro bei 100 Euro Artikel, wer nimmt das nicht gerne mit? Und wenn es dann im Prinzip nur ein kostenloser Versand ist, ist doch nice to have. Also macht nicht zu sehr Impulskäufe, guckt, dass ihr eventuell Rabattcode mit reinnehmt und natürlich bei einem Impulskauf ist es auch wichtig, brauche ich den Artikel? Also ihr habt natürlich immer noch ein paar Tage Zeit, bis der Artikel da ist, da seid dann wirklich sicher, brauche ich das? Ist natürlich immer nice to have. Aber ihr habt die Möglichkeit, wie schon gesagt, das Ganze 2 Wochen lang online, solange es aus Europa kommt, zurückzuschicken. Und die müssen es auf jeden Fall annehmen. Natürlich, wenn ihr es nicht getragen habt. Dementsprechend achtet, nicht zu viel Impulskäufe zu machen. So Leute, als nächsten Tipp habe ich auf jeden Fall für euch, wenn ihr den Grail habt. Und zwar, ihr habt jetzt quasi die ultimativ Louis Vuitton College Jacke, die ihr unbedingt haben möchtet, aber ihr seid nicht bereit, dafür 4.000, 5.000 Euro auszugeben. Wer ist das schon? Außer vielleicht der eine oder andere YouTuber, der sich es erlauben kann. Ich kann es mir zum Beispiel auch nicht erlauben. Und dementsprechend muss man sich nach Alternativen umschauen. Gibt es Alternativen? Und es gibt zu fast jedem Artikel auf jeden Fall eine nice Alternative. Ihr müsst nur danach suchen. Eine wirklich wichtige Sache ist, gebt nicht immer einfach nur für solche Sachen so viel Geld aus, sondern guckt, dass ihr eventuell nach einer Alternative guckt. Eine gute Alternative könnte eine günstigere Marke sein, etc., die vielleicht nicht so ein dickes Branding drauf hat und der Artikel einfach ähnlich aussieht. Könnt ihr euch den noch selber eventuell den Artikel ein bisschen verfeinern, verbessern? Ist es jetzt eine simple schwarze Collegejacke, die wirklich sehr nice aussieht? Könnt ihr euch ein paar Patches drauf machen, etc.? Dann habt ihr zum Beispiel euren wirklich Custom Collegejacke, die das Ganze wirklich sehr interessant macht und ähnlich aussieht wie eine Louis Vuitton College-Jacke als Beispiel. Aber wirklich, guckt nach Alternativen und eine weitere Alternative ist natürlich Secondhand. Also ihr müsst nicht nur neue Sachen kaufen, ihr könnt auch teilweise auch mal Sachen gebraucht kaufen. Es geht jetzt nicht wieder um das Thema Vintage, aber es gibt natürlich auch Sachen, die einfach der ein oder andere sehr, sehr gerne trägt und selbst wenn es Hype-Marken sind etc. und dann nach ein paar Wochen wieder verkauft, weil das schon ein paar Mal auf Instagram gepostet habe. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die das Ganze so handhaben. Und meistens sind die Sachen noch konditionell in sehr, sehr guten Konditionen. Dementsprechend guckt auch nach Secondhand-Sachen. Ist wirklich auch eine dicke Empfehlung, Alternativen Secondhand und ja, ist wirklich auch nochmal ein Tipp, den ihr beim Smart Shoppen auf jeden Fall anwenden könnt. So Leute, jetzt haben wir die ganzen Punkte abgearbeitet und ihr habt alles drauf geachtet etc., aber ihr seid immer noch nicht bereit. Es gibt keine Alternative, es gibt im Prinzip keinen Rabattcode etc. Dann würde ich euch empfehlen, seid geduldig. Geduld zahlt sich auch im Modebereich immer wieder aus. Natürlich seid ihr dann nicht im ersten Moment auf dem krassesten Trend, Zug, Trend, Welle,
wo ihr das Ganze mitnehmt. Aber wenn ihr den Artikel haben wollt, er ist nachhaltig, er macht für euch Sinn, ist von eurer Shoppingliste ganz, ganz oben etc., dann habt ein bisschen Geduld, denn der Sale kommt. Der Sale kommt immer schneller, als man denkt. Alle paar Monate kommt immer ein dicker Sale rein. Verschiedenste Sachen, jetzt zum Beispiel nach Weihnachten. Und natürlich habt ihr immer die Möglichkeit, vor Weihnachten sehr, sehr gut einzukaufen. Aber nach Weihnachten geht das Ganze sogar noch besser. So als Beispiel jetzt. Und im Januar und im Prinzip, beziehungsweise Ende Dezember, Anfang Januar, kommt sowieso die ganze Sachen, die ganzen Wintersachen in den Sale rein. Also seid geduldig und wartet auf den Sale ab. Dann müsst ihr natürlich gucken, dass ihr da dementsprechend schnell seid, weil es gucken wirklich viele nach Schnäppchen, viele nach Sale-Artikeln und dann kann so ein Artikel, auf den ihr wirklich sehr lange gewartet habt, auch mal weg sein. Dementsprechend, ja, Sale ist für mich auch immer mega wichtig. Aber wie gesagt, macht da auch nicht wieder diese Impulskäufe. Geht die Shoppingliste ab und da guckt, was ihr braucht, was ihr haben möchtet und kauft nicht zu viel. So Leute, das war es an der Stelle. Ich hoffe, euch haben die ganzen Smart-Shopping-Tipps auf jeden Fall gefallen. Wie gesagt, das sind so ein paar Dinge, die man beachten kann, die euch das Leben auf jeden Fall einfacher machen. Ja, auf jeden Fall, für mich ist es wirklich wichtig, dass man sowas beachtet. Und ja, dementsprechend habe ich heute auch wieder 2 Gutscheine am Start, weil ich gestern im Weihnachtskalender Schande auf mein Haupt erneut leider das Geschenk vergessen habe. Dementsprechend verlose ich heute 2 15 Euro About You-Gutscheine, die nicht gesponsert sind oder sonstiges, alles aus meiner eigenen Tasche. Und ja, wie gesagt, das Ganze kennt ihr, folgt dem Kanal und lasst einen kleinen Kommentar da und dann verlose ich den Gewinner innerhalb einer Woche. So Leute, das war's an der Stelle. Wir sehen uns morgen wieder. Peace Leute, ciao, schönen Sonntag.